Ab Januar wird sich ein Bundestagsuntersuchungsausschuss mit der sogenannten Kunduz-Affäre beschäftigen, also dem Bombenabwurf auf zwei entführte Tanklaster in Afghanistan. Mit am Tisch wird dann auch Karin Strenz sitzen, frisch gewählte Bundestagsabgeordnete der CDU aus dem Kreis Parchim. Sie hat die Weihnachtsfeiertage in Afghanistan verbracht, um sich selbst ein Bild vom Bundeswehreinsatz dort zu machen. Wie fast alle der rund 4.300 Soldaten im Afghanistan-Einsatz flog Karin Strenz vom Flughafen Köln-Bonn zunächst nach Usbekistan. Über Termesch läuft die gesamte Versorgung in die Feldlager im Norden Afghanistans. Weiter ging es von dort aus nach Mazar-i-Sharif, Kunduz und Kabul. Heiligabend mit einer sogenannten Splitterschutzweste zu verbringen, dürfte für die 42-Jährige eine bleibende Erinnerung sein. Neben den offiziellen Briefings durch Kommandeure und Diplomaten hatte Karin Strenz auch Gelegenheit, sich mit Soldaten aus Mecklenburg-Vorpommern zu unterhalten. Sie wolle sich nicht nur auf Berichte verlassen, die man ihr zur Verfügung stellt, so die Verteidigungspolitikerin. In einem gepanzerten Fahrzeug konnte sie auch ein wenig vom Land außerhalb der Feldlager erleben. Ja, Weihnachten noch in Afghanistan, Silvester aber wieder zu Hause in Mecklenburg und zwischendurch noch mal zu Gast im Nordmagazin. Schön, dass Sie da sind, Karin Strenz. Guten Abend. Vor zwei Tagen zurückgekehrt aus Afghanistan. Wir haben das gesehen. Was war das für ein Gefühl, mit einer Splitterschutzweste Weihnachten zu feiern? Ja gut, es fühlt sich etwas schwerer an, aber das ist nicht der Punkt. Ich wollte nach Afghanistan, um dort ein bisschen Tuchfühlung aufzunehmen. Denn wer im Verteidigungsausschuss arbeitet, welcher sich ja zum Untersuchungsausschuss konstituiert hat, sollte zumindest ein bisschen etwas von dem spüren und wahrnehmen, was vor Ort im Auslandseinsatz wirklich passiert. Das war ja auch der Grund meiner Reise nach Afghanistan. Und deswegen auch eben nicht nur anderthalb Tage oder zwei, sondern eine ganze Woche, weil nur das es einem ermöglicht, mit den Soldatinnen und Soldaten dort ins Gespräch zu kommen. Und das ist mir auch gelungen. Wie gefährlich ist es dort unten? Schildern Sie das mal. Wenn Sie die Soldaten fragen würden, wie sie sich fühlen, sagen die Ihnen ganz klipp und klar, wir befinden uns hier im Krieg. Sie haben Kampfeinsätze, sie kämpfen sich quasi 500.000 Meter voran, um die Taliban zu verdrängen. Sie stehen unter Beschuss, sie müssen sich wehren, sie müssen das Land dort befrieden. Das ist die einzige Möglichkeit, um überhaupt in Zusammenarbeit mit der afghanischen Armee und der afghanischen Polizei einen Zustand herzustellen, nach dem dann der zivile Aufbau wieder möglich gemacht werden kann. Da haben wir wahrscheinlich einige Jahre verschenkt, weil wir dachten, es geht mit zivilem Aufbau ganz einfach voran. Aber es ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Sie fangen an, eine Brücke zu bauen und zwei Tage später wird sie gesprengt. Sie fahren wieder raus, kämpfen sich dieses Feld frei, bauen sie wieder. Nach zwei Tagen ist sie gesprengt. Also das ist wahrscheinlich nicht der richtige Ansatz gewesen. Und das konnte ich direkt vor Ort erleben. Also ich war nicht nur in Mazar-i-Sharif, sondern auch in Kunduz. Und dort habe ich die Truppen erleben dürfen, unter welchen immensen körperlichen und auch mentalen Anstrengungen sie dort ihren Dienst verrichten. Und sie haben allen Respekt und Unterstützung verdient. Sie wollen in ein paar Wochen die Kunduz-Affäre untersuchen. Haben Sie darüber etwas herausbekommen? Wie sehen die Soldaten dort diese Affäre, die sogenannte? Die Soldaten sind gespalten. Auf der einen Seite sagen sie ganz klar, also es soll und muss ermittelt werden. Wir müssen wissen, wo stehen wir hier? Welche Kompetenzen haben wir? Wie dürfen wir arbeiten? Wie dürfen wir unseren Job erfüllen? Denn sie wollen ihren Job tun. Sie sind dafür ausgebildet. Da brauchen wir ihnen nichts vormachen. Und auf der anderen Seite sagen sie sich ganz klar, was wir überhaupt nicht gebrauchen können, ist politisches Gezänk auf den Rücken oder auf den Schultern der Soldatinnen und Soldaten vor Ort. Denn das diskreditiert jeden. Nicht nur denjenigen, der seinen Dienst vor Ort tut, sondern auch renommierte Persönlichkeiten, auf die wahrscheinlich auch die eine oder andere Befragung abzielen wird. Das trennen die voneinander. Zum Schluss noch eine Einschätzung. Welche Konsequenzen ziehen Sie aus Ihrem Besuch? Welche politischen Bedarf es irgendwelche Aufstockung finanzieller oder personeller Natur in Afghanistan? Also in erster Linie bin ich der Überzeugung, dass die Soldaten einen massiven Rückhalt aus der Bevölkerung erwarten dürfen. Wenn wir Soldaten in Uniform, im Übrigen mit Gewissen, in den Auslandseinsatz schicken, haben sie es verdient, dass man also mit geballter Kraft hinter ihnen steht. Das ist das eine, was sie absolut benötigen und brauchen. Und wenn man sich über eine Woche in die Arbeit der Soldatinnen und Soldaten reingefühlt hat, weiß man, dass sie eigentlich schon am Limit arbeiten. Und wenn sie in Zukunft ihren Auftrag richtig ausfüllen müssen, sollten wir sämtliche Optionen offen halten. Die Afghanistan-Konferenz wird es zeigen. Und ich hoffe sehr, dass die deutsche Bevölkerung damit geht. Vielen Dank, Karin Strenz, für diese Einschätzung und Eindrücke aus Afghanistan. Wir wünschen Ihnen ein frohes, ein glückliches Silvesterfest und hoffentlich ein ruhiges. Von Knallerei haben Sie wahrscheinlich erstmal genug. Und schönes, neues, gesundes Jahr 2010.